Ich behaupte ja schon immer, dass es enorme Qualitätsunterschiede innerhalb der Baureihen von Billigkameras gibt. Gibt es das auch bei der sogenannten Mittelklasse? Und hier hat mir der Lieferant Wildlife Monitoring Solutions geholfen. Wir vergleichen heute eine Browning, das heißt genauer gesagt sogar vier Browning Strike Force, mit diesem neuartigen Radiant-Leuchtsystem, also den superhellen LEDs für exzellente Nachtaufnahmen. Und wir vergleichen eine Dark Ops, das ist das gleiche Modell, nur hat es hier schwarze LEDs verbaut. Und hier auch gleich Aufnahmen meiner Kamera, die ich da hatte. Die Tagesaufnahmen sind ja noch einigermaßen zu gebrauchen. Wir haben hier eine Ente in Tarnfarben, quasi in Tarngelände, schwierig darzustellen. Aber schaut euch das gleiche Tierchen bei der Dämmerung an. Und ich sage einfach mal, diese Aufnahmen sind grausam und führten dann auch zur Reklamation. Und diese Auswahl bekam ich von meinem Lieferanten zur Verfügung gestellt. 4 Strike Force und 4 Dark Ops. Und die gehen jetzt in den Vergleich. Wir starten mit der Strike Force. Das Unterscheidungsmerkmal ist, sind 6 LEDs verbaut. Man nennt die radiant, also strahlend. Und die Batterielaufzeit ist ein klein wenig kürzer. Hier erkennt man die LEDs relativ gut. Sie hat auch zwei Objektive, das ist das Nachtobjektiv, rechts das Tagobjektiv. Und hier glimmen die LEDs und man sieht auch, dass es bei dem Umgebungslicht, was es gibt, sich einjustiert. Das heißt, die glimmen etwas dunkler am Schluss. Wir starten mit der Strike Force 01, Videoaufnahme über Tag per Sonnenlicht. Sehr gute Aufnahme. Die Aufnahme ist in 1080 mit 30 Frames per Second. Auch die nächste Aufnahme bei vollem Sonnenlicht, hier mit dem Idealabstand der Kamera, ist außerordentlich gut. Damit kann man wirklich zufrieden sein. Und immer wieder schwierig, die Aufnahmen im Zwischenlicht, also so in der beginnenden Dämmerung. Auch die Aufnahme ist exzellent. Umso ernüchternder sind die Nachtaufnahmen. Die Kamera steht hier so, wie das in diesen Pictos angegeben ist, also 1 Meter Abstand, 1,50 Meter Abstand. Aufnahme völlig unbrauchbar meiner Meinung nach und weit hinter den von den Billigmodellen zurück. Umso erstaunlicher sind die Aufnahmen dann bei gleichem Videoformat in der freien Natur. Im richtigen Abstand ist das Wild gut zu erkennen. In der Nahaufnahme wird es wieder unscharf. Das Wild scheint von den hellen Radiant-LEDs sehr unbeeindruckt zu sein. Aber achtet jetzt bitte auf die Auslösung der Folgeaufnahme, die ich hier jetzt gleich einblende und mit einem Ton. Das ist mehr als zufriedenstellend. Die Fotoaufnahmen über Tag sehr gut und bei Nacht dann wieder die Ernüchterung. Wobei das eigentlich nicht verwundert, für die Nacht ist ein 2-Megapixel-Sensor verbaut und über Tag ein 10-Megapixel-Sensor. Hinzu kommt dann noch eine starke Kompression der Bilder. Kommen wir zur Strike Force Nummer 2. Tagesaufnahmen grün in grün, immer sehr schwierig, manchmal von optischen Systemen gar nicht darstellbar. Also eine hervorragende Aufnahme, selbst in der Vergrößerung gibt es hier nichts zu meckern. Die Nachtaufnahme ebenso sehr gut. Man sieht hier das Nutrier hochschleichen. Wenn es jetzt runterschleicht, zoome ich noch etwas hinein. Also auch die Nachtaufnahme ist außerordentlich gut. Tagesfotoaufnahme ebenfalls exzellent. Ich zoome hier rein. Der kleine Mönchskopf sitzt in der Hecke. Wunderbar dargestellt. Und nun zur Königsdisziplin. Schnelle Schüsse hintereinander. Hier auf 60 cm löst die Kamera 6-mal aus. Und erwischt die Maus im Rennen über diesen Zweig und selbst das ist klar dargestellt, das ist hervorragend. Und ich ergänze, das war sogar Standard und noch nicht Rapid Fire. Wir kommen zur Kamera 03. Video über Tag, hier jetzt mit 60 Frames in der Sekunde, das macht sie hervorragend. 60 Frames bedeutet natürlich auch, man kann sehr gut Zeitlupe machen. Ich habe hier die Zeitlupe auf 10% der Geschwindigkeit reduziert. Darstellung ist super klar, kein Verreisen der Aufnahme, sehr scharf, astrein. Hier jetzt in 30 Frames per Second, es ist später Nachmittag,
Grün in Grün wieder sehr schwer darzustellen, aber das Wild hervorragend dargestellt. Da kann man zufrieden sein. Ich habe hier hineingezoomt. Man sieht dieses Verschwimmen der grünen Blätter. Das ist so der Stil von Van Gogh. Nachtaufnahmen im idealen Abstand von 6 Metern. Schwierig. Man sieht, die Ausleuchtung ist hervorragend, also keine Spotbeleuchtung, sondern es leuchtet bis in die Ecken und die Rehkitze hier sind alle sämtlich zu sehen und gut dargestellt. Die Aufnahmesituation ist schwierig, weil wir hier in dem Gelände natürlich in jeder Distanz irgendwo reflektierende Sachen haben. Das war Zwischenlichtsituation immer schwierig bei allen Kameras, aber was mir wichtig ist, das Wild ist immer gut dargestellt. Kommen wir zum Rapid-Fire-Modus. Und das ist erstaunlich. Wir sehen hier das Reh vorbeigehen, wir sehen den Bock vorbeigehen. Es sind kaum Verzögerungen in den Bildern. Und das ist die Einstellung Rapid Fire mit 6 Fotos hintereinander. Schaut euch diesen Film der Rehkitze an. Das sind 8 Auslösungen, je 6 Fotos, die ich hier als Film zusammen gemacht habe. Hervorragend. Die Nachtfotos waren dann teilweise wieder etwas ernüchternd. So habe ich das bei mir nochmal auf dem Grundstück getestet und festgestellt, dass die Kamera einfach einen gewissen Abstand braucht, um ordentliche Fotos zu machen. Kommen wir zur nächsten Strike Force Nummer 04. Und hier kommen wir wieder zu dem Thema Produktionsschwankungen. Diesen Aufnahmen, das ist jetzt ein Video 1080-30, hat mit den anderen Aufnahmen überhaupt nichts gemein. Der Buntspecht ist kaum zu erkennen. In der Entfernung sieht das Bild noch einigermaßen aus. Schaut man näher hinein, wird man sehen, dass die Farben verschwimmen. Es ist keine Transparenz da. Die Bilder sind unscharf, wenn man etwas näher hineinzoomt. Hier hat eine interessante Aufnahme. Der Fuchs rennt vorbei und die Dark Ops ist im Rapid-Fire-Modus. Die Aufnahmen waren grundsätzlich nicht zufriedenstellend. Wir sehen den Fuchs hier noch in der Vergrößerung. Außerdem hat das Smart IR-Video nicht funktioniert über Tag. Die Kamera fiel dann bei weiteren Tests raus. Kommen wir zu den Tests mit den Dark Ops. Die Unterschiede sind die unsichtbaren LEDs und die Batterielaufzeit ist unwesentlich länger. Das ist das gute Stück, was ich zuerst hatte. Und diese Kamera führte zu einigen Reklamationen in der Bildqualität und daher bin ich überhaupt zu diesem Test gekommen. Und lasst mich auch mit dieser allerersten Dark Ops beginnen. Wie immer mache ich erste Aufnahmen auf meinem Grundstück, denn ich habe hier permanent Gäste, meistens sind es Katzen oder mein Steinmarder. Und man sieht hier bei der ersten Aufnahme, die führte gleich zu einer Reklamation. Mein Händler sagte mir, die Kamera steht zu nah, deshalb habe ich in der zweiten Nacht dann gleich Aufnahmen gemacht, wo die Kamera etwas weiter weg stand. Aber ich hatte die Befürchtung, das hat das Problem eigentlich nur verschlimmert. Die Aufnahmen sind granatenmäßig schlecht. An der Stelle gilt es zu bemerken, dass die Browning lediglich einen 54 Grad Fassungswinkel hat. Das heißt, das Wild erscheint näher als es ist und der Ausschnitt ist kleiner. Daher habe ich die Kamera dann in die Wildnis gehängt, um dort zu sehen, was passiert. Es war die Zeit der Steinmarder mit 3 Jungen, deshalb kommt hier das Elterntier auch mich direkt besuchen. Zoomt man jetzt in diese Aufnahme hinein und ich mache das mal in Slow Motion, da wird man erkennen, dass das Bild eigentlich völlig unscharf ist und nicht akzeptabel. Das ist eine der besten Tagesaufnahmen, 1080 30 Frames. Aber in der Zeitlupe und nah herangezoomt sieht man, dass das Bild relativ unscharf ist. Kommen wir zu einem Zwischenlichtsituation. Hier regnet es auch noch. Dazu muss man, glaube ich, gar nicht viel sagen. Und noch einmal der Fuchs über Tage. Das ist eine der allerbesten Aufnahmen dieser Kamera. Doch in der Verlängerung steht die Compact T100, die den Fuchs auch aufgenommen hat. Und die Aufnahmen sind ein gewaltiger Unterschied und führte zu Reklamationen. Ich beginne nun von hinten mit der Dark Ops und zwar mit der Kamera 08, der letzten getesteten. Wir haben hier Aufnahmen in meiner Lichtung. Ein sehr schwieriges Terrain, weil wir hier Grün haben, von vorne bis hinten mit wenig Kontrasten drin. Die Aufnahmen sind geradezu hervorragend. Also das kann ich nur als sehr, sehr gut bezeichnen. Das Wild ist wunderschön dargestellt, sowohl in der Nahaufnahme als auch in der Entfernung. Hier haben wir jetzt einen fleißigen Fasan und achtet mal bitte auf die Küken, die der mit sich durch das Grün zieht. Das hört gar nicht mehr auf. Finde ich ganz toll.
Und hier ein Beispiel für die Triggerzeiten. Das Wild ist hier in vollem Sprung aus dem hinteren Gebüsch an der Kamera vorbei. Es sind vielleicht 2 Meter, die die Kamera braucht, um auszulösen. Was ernüchternd sind die Nachtaufnahmen, wenn man sich diesen Busch anschaut, und wir schauen jetzt mal in die Vergrößerung. Das gleiche Problem wie bei meiner alten reklamierten Kamera, in der Bildmitte sehr schwammig und verschwommen und nach oben und außen hin wieder etwas transparenter und klarer. Jetzt schauen wir noch eine Nachtkamera mit Bewegung an. Das ist so dieses Zwischenlicht, also früh morgens in der Dämmerung. Damit kann man zufrieden sein, denn das Wild ist gut dargestellt und die grünen Pflanzen halt in ihrem typischen grauen Abstufungen. Kommen wir zu den Fotoaufnahmen. Ich habe hier jetzt in der kleinsten Auflösung, nämlich mit 4 Megapixel und im Rapid-Fire-Modus fotografiert, und da muss ich sagen, das ist eigentlich sehr zufriedenstellend. Nachts dann wieder das gleiche Problem, die Bilder sind nicht sehr gut. Die Dateigröße schrumpft auf 524K. Nun gut, das ist die kleinste Auflösung der Kamera, aber die Bilder sind verschwommen, nicht brauchbar. Das Rapid Fire funktioniert. Hier sind 8 Aufnahmen der spielenden Steinmarder hintereinander. Nur die Qualität ist nicht zufriedenstellend. Und beim Hineinzoomen erkennt man sehr gut die Schwächen. Da ist großes Bildrauschen von vorne bis hinten. Kommen wir zu der Dark Ops Kamera 07. Alle Aufnahmen sind hier in dem sogenannten Ultra-Format gemacht, das heißt mit 60 Frames per Second. Und wie man in der Zeitlupe sieht, funktioniert das sehr gut. In der nächsten Aufnahme sieht man einen kleinen Fuchs, der hier auf der Jagd nach einem Sumpfhuhn ist, die hier permanent durchs Bild laufen, wie man hier sieht. Und da hinten, wo er hinter dem Baum rennt, sieht man das Sumpfhuhn, also schnell flüchten, da hat er wohl Pech gehabt. Da ist sein Bruder, auch der guckt nach Vögeln, aber heute gibt es nichts zu vögeln. Und dann zieht man halt weiter. Ja, und dann war ich sprachlos. Ich dachte eigentlich, auf dieser Insel kann ich dann noch mal die Wildkatze erwischen, aber ich erwische Nachbarskatze. Das Problem ist, sofern die Hauskatzen hierher kommen, ziehen die Wildkatzen sowieso weg. Also der Vogel hier hat mir mein Revier versaut. Bei dem austrocknenden Wetter, das wir momentan haben, ziehen sich die Vögel natürlich hier in den Schatten zurück, wo es auch Wasser gibt. Und dann ist es nicht verwunderlich, wenn die Hauskatzen folgen. Wir kommen zu den Aufnahmen in der Dämmerung. Die sind eigentlich auch noch akzeptabel. Dateigröße in der Dämmerung reduziert sich auf 102 MB. Die in der Nacht, ebenfalls alles mit Ultra aufgenommen, also mit 60 Frames, sinkt die Dateigröße auf 91 MB. Eine Wiederholung in Zeitlupe. Man sieht, der Fuchs geht nach hinten und löst ein wahres Feuerwerk der Dark Ops aus, die da im Rapid-Fire-Modus auf ihn wartet. Jetzt. Und wie man erkennen kann, ist das Wild unbeeindruckt von dem Blitz. Wir kommen noch zu ein paar letzten Aufnahmen. Der Rehbock riecht hier an der Losung, fällt fast um. So gut muss das gerochen haben. Nein, er hat einen Hüftschaden. Ich habe das auch dem Jäger gemeldet, weil der Bock muss dann raus aus dem Revier. Kurz noch eine Nachtaufnahme des Fuchses. Wir kommen dann zu den Fotos. Ich habe hier nur symbolweise eine Farbaufnahme. Man sieht die fliegenden Utensilien. Auch mein Hund fliegt. Aufnahmen waren sehr gut, sowohl in Farbe als auch in Schwarz-Weiß. Und das ist die Dark Ops Kamera 06. Sie hatte dort auf diesem Spot die Aufgabe, Bilder zu machen, sowohl über Tag als auch bei Nacht. Und wir haben die Trommelfeuer der Blitzlichtaufnahmen in einigen vorherigen Einstellungen gesehen. Diese Aufnahmen des Sumpfhuhns sind unglaublich schlecht geworden. Man sieht das Sumpfhuhn sehr verschwommen, obwohl die Kamera in schnelle Bewegung eingestellt war. Es dürfte also nicht passieren. Auch die Katze meines Nachbarn hier im 10-Megapixel-Modus aufgenommen mit Fast Motion, also schnelle Bewegung, ist unscharf, obwohl diese Katze sicherlich nicht schnell war. Auch der Fuchs, der hier auf der Jagd nach einem Vogel ist, der fliegt jetzt gleich weg, hinten im Gebüsch, ist unklar. Also die Kamera war so nicht zu gebrauchen. So, und das war dann auch der Todesstoß. Die Aufnahmen sind verschwommen, unklar
und nicht zufriedenstellend. Und ich habe mit der Kamera gar keine weiteren Tests mehr gemacht. Kommen wir zum letzten Kamera aus dem Test. Das ist eine Dark Ops, die Kamera 05. Hängt hier in einem sehr schwierigen Revier. Das Sonnenlicht kommt hier von links mit voller Kraft hinein. Und wir haben ein grün-braunes Ensemble von Farben. Ein Reh ist da sehr schwer darzustellen, aber dieser kleine Bock ist vorzüglich dargestellt und sehr gut zu erkennen. Und ein zweiter kleiner Bock geht hier links aus dem Bild heraus. Präsentiert sich aber dann gleich nochmal schön, also irgendetwas gerochen und es war wohl die Kamera. Sehr schön im Bild, aber erkennt dann die Kamera und flüchtet. Huch! Ja, im Zwischenlicht wieder so eine schwierige Situation, aber hier hat die Kamera schon auf Farbe umgestellt, weil die Sonneneinstrahlung da schon recht schön ist. Ich finde, es ist ein ganz ausgewogenes Bild. Das Bild ist sehr gut dargestellt. Die Aufnahme gefällt mir ausgesprochen gut. Jetzt wollte ich natürlich wissen, ob das Eintagsfliegen sind und habe die Kamera nochmal bei mir im Grundstück aufgestellt. Immer wieder an der gleichen Szene, weil ich so die beste Beurteilungsmöglichkeit habe mit diesen Entfernungstafeln dabei. Und mein Hund Cassie ist hervorragend präsentiert. Man sieht da die letzte Locke. Ich bin auch mit den Farben wirklich außerordentlich zufrieden und das gefällt mir. Wenn man bedenkt, dass die Kamera nicht dafür gebaut ist, sind sogar die Nahaufnahmen richtig zufriedenstellend. Ich sag mal, der Hund, der steht jetzt hier mit den Füßen 50 cm vor der Kamera. Da gibt es meiner Meinung nach nichts zu meckern. Also bin ich mit der Kamera noch weiter ins Detail gegangen. Aus dem Revier, wo wir vorhin waren, ein paar Nachtaufnahmen. Hier jetzt im High-Modus, also mit 30 Frames per Second. Man sieht, das Wild schaut sich um, es riecht was, es sieht aber das Licht der Kamera nicht. Die Kamera ist wirklich dunkel und für das Wild nicht zu erkennen. Und jetzt wichtig, aufpassen. Zack, hier hat die Kamera die nächste Aufnahme gestartet. Man sieht, dass die Zeitverzögerung wirklich im 0,Sekundenbereich stattfindet und es nur ein kleines Ruckeln im Bild gibt. Nachts nimmt sie übrigens nur 20 Sekunden auf, egal was eingestellt ist. Jetzt kommt wieder ein Wechsel. Zack. Man sieht also nur einen leichten Versatz beim Reh und da startet die neue Aufnahme. Das ist top. Hier hatte ich mich schon entschlossen, dass das wahrscheinlich meine Ersatzkamera ist. Und deshalb habe ich hier Aufnahmen nachts gemacht in meinem Grundstück, wo ich alle Kameras teste. Freundlicherweise kamen alle Katzen vor die Kamera. Und man kann bei allen Katzen feststellen, dass die Aufnahmen sehr gut sind, bis auf diesen Spot im Gras direkt vor der Kamera. Aber die Katzen sind hervorragend getroffen. Das Fell ist gut zu erkennen, die Zeichnung ist gut zu erkennen. Auch der Maßindex, den ich hier im Grundstück habe, ist gut zu erkennen. Das ist meine Kamera, die ich behalten habe. Und daran kann man sehen, dass es auch besser geht bei der gleichen Baureihe. Auch der Marder lässt sich noch einmal sehen. Und da gibt es ja normalerweise schnellere Bewegungen. Also am ehesten etwas unschärfer. Aber auch da war ich sehr zufrieden. So, und ich will das nun gar nicht großartig ausweiten. Das war meine erste Kamera, die ich reklamiert habe. Das ist die Kamera, die ich behalten habe, bei ungefähr dem gleichen Motiv. Man sieht den Unterschied und das beantwortet auch die Frage, gibt es Qualitätsunterschiede bei gleichen Baureihen? Die Antwort ist eindeutig ja, und zwar sogar gravierend. Ich habe leider nicht von jeder Kamera das gleiche Motiv, deshalb hier jetzt mal vier Nachtmotive von vier verschiedenen Kameras. Man sieht selbst in diesen kleinen Bildchen, dass die Unterschiede teilweise doch gravierend sind und es durchaus Qualitätsunterschiede gibt. Zu bemerken wäre noch einmal hinterher, dass es sich bei diesen Kameras um zwei Modelle handelt, die sich lediglich durch die Beleuchtung unterscheiden. Das heißt, die eine hat schwarze LEDs und die andere hat sogenannte strahlende LEDs, wobei sie nicht mehr strahlen als das, was wir herkömmlich kennen und das Bild sich nicht daran gestört hat. Ich hoffe, dir hat der Vergleich gefallen. Auch das Ergebnis ist für dich interessant und ich danke dir, dass du dabei warst. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Thank you.